بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسرني أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Meine lieben Geschwister, ich heiße euch herzlich willkommen zu unserem heutigen Unterricht. Und wir wollen unsere Reihe fortführen über das Buch Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, die Zusammenfassung des Werkes von Minhaj al-Qasidin, dem Weg derjenigen, welche ein Ziel haben, welche sich etwas vorgenommen haben. Und wir machen nochmal eine ganz kurze Wiederholung, inshallah ta'ala, von der letzten Einheit, um unser Wissen zu prüfen, inshallah. Und zwar zunächst erst einmal meine Frage: Wer ist der Autor dieses Buches? Wie heißt der Autor dieses Buches? Ma ism mu'allif hadha al-kitab? Mukhtasar Minhaj al-Qasidin. Wie heißt der Autor? Das sollten wir natürlich wissen, das ist wichtig. Das Ibn Qudama al-Maqdisi. Ibn Qudama al-Maqdisi, richtig. Ist das derselbe Autor wie von Al-Mughni, dem bekannten hanbalitischen Werk? Der heißt ja auch Ibn Qudama. Nein, es sind zwei unterschiedliche Ibn Qudama, die gehören natürlich zu selben Verwesen verwandt miteinander. So. Dann haben wir ebenfalls gesagt gehabt, dass Mukhtasar Minhaj al-Qasidin, wie der Name dieses Werkes schon besagt, eine Zusammenfassung ist von dem Werk Minhaj al-Qasidin. Wer ist denn der Autor des Werkes Minhaj al-Qasidin? من هو مؤلف كتاب منهاج القاصدين؟ ابن الجوزي. ابن الجوزي. sehr gut. Inshallah, Mustafa. Aufgepasst. Mubarak. Und jetzt stellt sich natürlich noch eine Frage. منهاج القاصدين ist noch einmal eine Zusammenfassung von einem anderen Werk. Und welches ist das? إحياء علوم الدين von Imam al-Ghazali. sehr gut. إحياء علوم الدين von Imam Abu Hamid al-Ghazali. Ja, damit wir das einfach auch wissen, ja, was wir überhaupt gerade machen. Tamam. Sehr, sehr gut. Wir haben gesagt letztes Mal, wie dieses Buch aufgebaut ist. Und haben aufgezeigt, dass dieses Buch in vier große Kapitel, sogenannte Viertel, er nennt es Viertel, ja, vier sogenannte Viertel aufgeteilt ist. Welche vier Viertel sind das? Was für Grundlagen? Ja, Ibadat. Genau, die Ibadat, Nummer 1. Nummer 2? Die alltäglichen Handlungen. Mu'amalat. Sehr gut. Al-Muhlikat. Die zerstörerischen Handlungen. Al-Munjiyat. Die rettenden Handlungen. Sehr, sehr gut. Also wir haben das erste Kapitel. Also das erste große Kapitel, Überkapitel, heißt Al-Ibadat. Tamam? Rub' al-Awl, Ismu Al-Ibadat. Da geht es um gottesdienstliche Handlungen. Das zweite ist Al-Mu'amalat, die alltäglichen Handlungen. Das dritte ist Al-Muhlikat, die zerstörerischen Handlungen. Und das vierte ist Al-Munjiyat, die rettenden Handlungen. Und jedes dieser Oberkapitel ist nochmal unterteilt in mehrere Unterkapitel. Wir versuchen, inshallah, auch jede Woche eines dieser Unterkapitel abzuhandeln. Wir versuchen jede Woche, inshallah, auch gerade eines dieser Unterkapitel abzuhandeln. Und was wir heute machen, inshallah, auch gerade, ist, dass wir uns mit dem ersten Kapitel beschäftigen werden. Und dieses erste Kapitel ist das Unterkapitel von dem ersten Viertel des Buches, und zwar Al-Ibadat, das Kapitel der gottesdienstlichen Handlungen. Worum geht es erst einmal in diesem Kapitel der gottesdienstlichen Handlungen? Geht es darum, dass die gottesdienstlichen Handlungen in ihrem Ablauf und hinsichtlich ihrer Regeln, ihrer sogenannten Fiqh-Regeln, Normregeln behandelt werden? Oder geht es vielmehr darum, dass in diesem Buch
den Ibadat, die gottesdienstlichen Handlungen, wie das Gebet, die Zakat, die Hajj, hinsichtlich ihrer tieferen Bedeutungen und ihrer Ziele behandelt werden. Worum geht es? Das hat mir letztes Mal auch gesagt. Und das Zweite geht es. Also es geht in diesem Buch überhaupt nicht darum, wie man genau betet. Dafür gibt es andere Werke und eine andere Wissenschaft. Wie heißt diese Wissenschaft, die sich mit den Regeln beschäftigt? Wie man bestimmte Ibadat ausführt? Wie heißt diese Wissenschaft? Es ist eine sehr wichtige Wissenschaft. Es ist die Wissenschaft des Fiqh. Es ist die Wissenschaft des Fiqh. Das heißt, da lerne ich, ich bete, ich faste, ich die Hajj vollziehe. All diese Dinge lerne ich dort. Aber darum geht es eben nicht. Es geht hier in diesem Werk darum, was sind eigentlich die tieferen Bedeutungen all dieser anderen. Warum macht das überhaupt? Weil viele beten zwar und kennen auch den Ablauf des Gebetes, rein technisch, aber verstehen überhaupt nicht, was sie machen. Warum verbeuge ich mich? Warum werfe ich mich nieder? Und in diesem Werk geht es genau darum, zu verstehen, warum tue ich das? Weil wenn ich verstehe, warum ich eine Sache mache, dann werde ich viel eher das Ziel dieser Sache erreichen, als wenn ich es nicht verstanden habe. Wenn ich verstehe, warum ich bete und warum ich all diese Rituale vollziehe, dann wird es mir viel leichter fallen, das Ziel des Gebetes zu erreichen, als wenn ich es nicht verstehe. Es gibt viele Muslime, die beten fünfmal am Tag. Aber das Gebet wirkt sich nicht wirklich auf ihr Leben aus. Es verändert nicht ihr Verhalten. Und dementsprechend ist das ein Zeichen dafür, dass sie nicht verstanden haben, warum man das überhaupt tut. Was sind die Ziele? Und was sind die Weisheiten und die Geheimnisse des Gebetes? Und das ist es, worum es in diesem Werk im ersten Viertel dieses Werkes geht. Ciao. Hier ist es etwas sehr Interessantes. Und zwar, was würdet ihr sagen, ihr habt das Buch ja jetzt nicht vor euch, was würdet ihr sagen, ist das erste Unterkapitel dieses ersten Viertels, wenn wir von den Ibadat sprechen? Was würdet ihr sagen? Was müsste eigentlich das erste Kapitel sein? Was müsste eigentlich das erste Kapitel sein? Eigentlich die Tahara, die Reinigung. Normalerweise, weil ich brauche die Reinigung, um mich auf das Gebet vorzubereiten. Richtig. Ja. Aber interessanterweise beginnt er nicht mit der Tahara, sondern er beginnt mit etwas anderem. Und zwar er beginnt mit dem Kapitel des Wissens. Und zwar nennt er dieses Kapitel auf Arabisch Kitabul Ilmi wa Fadluhu wa ma yata'allaqu bihi. Das Kapitel über das Wissen und seine Vorzüge und alles, was damit zu tun hat. Interessant, jetzt könnte man sich diese Frage stellen, wieso beginnt er damit? Wieso beginnt er nicht direkt mit der ersten Ibadat? Und die Antwort darauf ist, meine geehrten Geschwister, dass das Wissen eine Voraussetzung ist dafür, damit ich meine Ibadat überhaupt richtig vollziehen kann. Ohne Wissen kann ich sehr viel falsch machen. Ohne Wissen kann ich sogar Dinge genau umgekehrt machen, als sie gedacht sind. Ohne Wissen kann ich sehr großen Schaden anrichten in der Religion. Es gibt viele Menschen, die praktizieren ihre Religion, aber sie haben kein Wissen und machen dadurch sehr viel falsch in ihrem Glauben. Ja, sie vergraulen sogar andere Menschen. Weil sie denken, sie machen alles richtig, aber dabei machen sie genau das Gegenteil davon. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam hat es auch gezeigt, dass es Leute gibt, die subhanallah, ja, vielleicht das Gebet verrichten, etc., aber trotz alledem andere Menschen vertrauen. Sagt sallallahu alaihi wa sallam, es gibt unter euch Leute, die andere Menschen vertrauen. Durch ihr Verhalten, durch ihr falsches Verständnis vom Glauben. Und deswegen ist es so wichtig, dass ich als Muslim meinen Glauben immer mit Wissen praktiziere. Immer mit einem
tiefgründigen Verständnis praktizieren. Nicht jeder von uns kann ein Gelehrter sein. Nicht jeder von uns kann Scharia studieren. Warum geht es doch überhaupt nicht? Es geht darum, dass ich verstehe, was ich tue. Es geht darum, dass ich den Sinn und Zweck der Dinge verstanden habe, die ich vollziehe und weiß, in welcher Art und Weise ich sie vollziehe. Wir werden gleich sehen, vollziehen. Wir werden gleich sehen, inshallah, dass es bestimmtes Pflichtwissen gibt und dass es freiwilliges Wissen gibt. Darauf kommt der Autor auch zu sprechen, inshallah. Aber das Erste, womit er beginnt, ist was? Er beginnt zunächst erst einmal mit den Vorzügen des Wissens und der Wissen. Und er beginnt das ganze Kapitel mit einer Ayah. In Surat Az-Zumr, die Ayah Nummer 9, der er sagt, der Allah sagt, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Sprich, sind etwa jene gleich, die wissen und jene, die nicht wissen? Nein, natürlich nicht. Und er zitiert daraufhin eine zweite Ayah und zeigt auf, was das Wissen aus einem Menschen machen kann. يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ رَجَاتٌ. Allah erhöht diejenigen unter euch, die gläubig sind, und diejenigen, denen Wissen gegeben wurde, um Stufen. Also diejenigen, denen Wissen gegeben wurde, werden noch einmal hervorgehoben unter den Gläubigen. Sie haben eine ganz bestimmte Stellung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und dieses Wissen, es führt dazu, dass sie eine noch innigere Beziehung zu Allah haben, als jemand, der dieses Wissen nicht hat. Und er zitiert hierzu eine dritte Ayah. Und zwar die Ayah in Surat Fatir, 2 Nummer 28, in der Allah sagt, gibt es Probleme? إِنَّمَا يَخْشَ اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَا. Wahrlich, nur die Gelehrten unter seinen Dienern, also unter Allahs Dienern, haben Ehrfurcht gegen nur die Gelehrten. Diejenigen, welche Allah kennen. Wir sehen also, subhanAllah, der Koran ist voll mit Ayat, welche über das Wissen und die Wissen sprechen. Er führt hier nur einige Beispiele an. Wir belassen es auch dabei, weil wir haben auch einiges vor heute, inshallah ta'ala. Versuchen immer, uns auch an dem zu sagen, nach dem zu richten, was der Autor hier in seinem Buch erwähnt und ungefähr in der Reihenfolge. Und unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat es immer wieder hervorgehoben, wie wichtig dieses Wissen ist. Und deswegen sagte der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, فَضْلُ الْعَالِمِ عَلَى الْعَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَبْنَاكُمْ. Allahu Akbar. Der Vorzug eines Gelehrten gegenüber einem Muslim, der zwar seine Religion praktiziert, also der ein Abid ist, der sogar viel tut, der ein Asket ist, der viel Ibadah macht, der sich viel zurückzieht, viel Allah anbetet, der Vorzug eines Alim, der Wissen hat, eines Gelehrten, gegenüber jemandem, der einfach nur die Religion praktiziert, ohne Wissen zu haben, كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ, ist wie der Vorzug von mir gegenüber dem Untersten von euch. Allahu Akbar. Der Vorzug des Propheten sallallahu alaihi wa sallam gegenüber dem Untersten aus der muslimischen Gemeinschaft. Das zeigt nochmal, was Gelehrsamkeit und Wissen für eine Stellung in unserer Religion haben. Ich meine, es reicht aus, dass Allah subhanahu wa ta'ala diesen Koran mit den Worten begonnen hat, اقرأ بسم ربك الذي خلق. Lies im Namen deines Herrn. Das reicht aus. خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقَ. Schuf den Menschen aus einem Blutgerinnsel. اِقْرَا. Lies nochmal dies. وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ. Und dein Herr ist der Edelste. Und jetzt wieder wissen. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. Der mit dem Schreibrohr lehrte. عَلَّمَ الْإِنسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ. Dem Menschen lehrte, was er nicht wusste. Guck mal. Das ist die erste Offenbarung, die der Prophet erhielt. Sag doch mal. Wie viele Verse sind das? 5 Verse. In wie vielen der 5 Verse kommt irgendetwas vor, was mit Wissen zu tun hat? اقرأ بسم ربك الذي خلق. So macht's. Da kommt das vor. Da kommt das Wort Lesen vor. Das
sozusagen Mittel, um sich Wissen anzueignen. خلق الإنسان نعمة. Hier kommt es nicht vor. Er erschuf die Menschen aus Grinsen. اقرأ nochmal zweimal. وربك اقرأ. الذي علم بالقلم. Derjenige, der gelehrt hat mit dem Schreibrohr. Lehren, Schreibrohr, Firma. علم الإنسان. Lehrte den Menschen. ما لم يعلم. Ich wusste. Sechsmal kommt in fünf Versen in der ersten Offenbarung, die der Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam erhielt, etwas vor, was mit Wissen zu tun hat. Zumal sechsmal! Sechs Begriffe, die mit Wissen zu tun haben, kommen allein in der ersten Offenbarung vor, die nur aus fünf Versen besteht. Das ist doch krass, oder? Das muss man sich jetzt mal vor Augen machen. Wir bleiben immer nur bei der Kroschin, aber es geht weiter. Es wird gesagt, durch welche Methode ich mir Wissen aneignen kann. Ja, mit welchen sozusagen Mitteln ich mir Wissen aneignen kann. Ja? Woher dieses Wissen kommt? Von Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Unglaublich. Wenn ich allein nur diese erste Offenbarung nehme, dann wird mir schon klar, wie wichtig es ist, dass ich als Muslim nach Wissen strebe. Dann, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er sagt, ja, inna allaha wa malaikatahu wa ahl as-samawati wal ard. حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير الله أكبر الله unser Engel und die Bewohner der Himmel und der Erde sogar eine Ameise in ihrem Loch ja und sogar ein Walfisch im Meer sie beten für denjenigen, der den Menschen etwas Gutes beibringt. Subhanallah. Alles. Himmel, auf der Erde, unter der Erde, in den tiefsten Tiefen des Ozeans, machen für jemanden Dua, der den Menschen etwas Gutes beibringt. Unglaublich, oder? Es gibt etliche noch Hadithe. Wir schließen ab mit diesem Hadith. Denn der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhala Allah lahu tariqan ila al-Jannah. Wer einen Weg beschreitet, auf dem man nach Wissen strebt, oder wo dieser Mensch nach Wissen strebt, dem wird Allah einen Weg zum Paradies geben. Er wird ihm den Weg zum Paradies leicht machen, weil er nämlich diesen Weg beschreitet. Und jetzt doch noch abschließend dieser schöne Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam: Man yuridi Allahu bihi khayra yufaqqihu fi d-din. Mit wem Allah Gutes vorhat, dem gibt er Verständnis in der Religion. Wir könnten jetzt den ganzen Vortrag nur über Ayat aus dem Koran und Hadithen unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam sprechen, indem über die Vorzüge der Wissen gesprochen wird. Aber wir wollen, inshallah ta'ala, weitermachen. Denn es gibt verschiedene Arten von Wissen, wie der Autor sagt. Es gibt unterschiedliche Arten von Wissen. Und je nachdem, was das für ein Wissen ist, auch gerade in Bezug auf die Religion, wir werden aber auch noch auf die anderen Dinge eingehen, inshallah, hat es dann mehr oder weniger Nutzen. Und es gibt er zitiert einen sehr schönen Hadith unseres Propheten, so sondern auch einen sehr bekannten Hadith unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, den ich einfach mal zusammenfasse. Und zwar, der Prophet, sallallahu alaihi wa sallam, wie es von Abu Musa al-Ash'ari überliefert, sagte: Inna mathala ma ba'athani Allahu bihi min al-Huda wa al-Inka mathali Ghaythi. Das Gleichnis von dem, womit Allah mich gesandt hat, an Rechtkleidung und an Wissen, ist das eines Regenstroms. Asaba Arda, der sozusagen auf ein Stück. Und jetzt beschreibt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, welche Arten von Böden es gibt. Und er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, es gibt Boden, der sehr, sehr fruchtbar ist und der dieses Wasser aufsaugt und dadurch dann Pflanzen aus der Erde sprießen. فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَ طَيِّبَ قَبِلَتْ أَلْمَا فَأَنْبَتَتْ الْكَلَأَ وَالْعُشْبَ كَثِيرٌ. Und dann gibt es eine andere Form von Erde, welche nicht fruchtbar ist, aber welche fest ist und welche das Wasser aufbewahrt.
sodass andere davon Nutzen tragen können, wie Menschen und Tiere. Und dann gibt es noch andere Böden, die weder fruchtbar sind, noch das Wasser aufhalten, sodass das Wasser im Erdboden versickert. Und genauso auch ist es in Bezug auf die Menschen zu haben. Es gibt Menschen, die von diesem Wissen, was der Prophet uns beigebracht hat, soll auch eigentlich aus nichts profitieren. Die hören, hier geht es rein, da wieder raus. Genauso wie diese Erde zu haben. Ne? Bekommt Wasser, ja? Und es versickert einfach im Boden. Es kommen weder Pflanzen hervor noch irgendetwas. Bei ihm genauso. Hier rein, da raus, verändert nichts in deinem Leben. Was hast du von solchen Wissen? Nichts. Im Gegenteil. Dieses Wissen wird am jüngsten Tag was sein? Es wird ein Beweis gegen dich sein, ein Argument gegen dich. Dann gab es aber Erde, die zwar nicht fruchtbar ist, aber die fest ist und die das Wasser aufbewahrt, sodass dann andere davon profitieren können. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er beschreibt hiermit diejenigen, welche die Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam aufgenommen haben und eins zu eins so weitergegeben haben. Und das sind dann die Hadith-Gelehrten oder diejenigen, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam übermittelt haben, eins zu eins, ohne sie selbst zu verstehen. Also, sie haben sie vielleicht verstanden, aber sie konnten nicht wirklich die tiefen Geheimnisse der Worte des Propheten sallallahu alaihi wa sallam dann sozusagen verstehen und haben auch nicht den Menschen dann erklären können, was der Prophet sallallahu alaihi wa sallam genau damit gemeint hat. Das sind diejenigen, die einfach das Wissen eins zu eins weitergeben haben, die auswendig gelernt haben und weitergegeben haben. Und das ist auch etwas Gutes, etwas Positives. Es gibt Menschen, die lernen einfach auswendig den Koran, ja, oder Hadithe und geben das eins zu eins so weiter, ohne wirklich, sage ich mal, tiefgründig zu verstehen, was da steht. Aber es ist ein Nutzen. Warum? Weil sie nämlich dieses Wissen von Generation zu Generation tragen. Und zwar wortgetreu. Und zwar was? Und zwar wortgetreu. Und darin liegt allein ein Nutzen. Ist wie, weiß ich nicht, ein Verleger. Ein Verleger, der druckt ein Buch. Ja, und gibt es weiter. Er ist vielleicht nicht selbst der Gelehrte, der Autor, aber er gibt das weiter. Und dann, subhanallah, kommt die dritte Form von Erde. Und zwar fruchtbare Erde, aus der dann Pflanzen sprießen. Und das sind dann was diejenigen, die daraus Nutzen ziehen unter den Gelehrten. Und die dieses Wissen verinnerlicht haben und an andere weitergegeben haben. Und der Prophet sagt das ganz klar. فَذَٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِي دِينِ اللَّهِ. Das ist das Gleiche von jemandem, der Wissen, Fiqh, Verständnis in der Religion Allahs hat. وَنَفَعَهُ اللَّهُ بِمَا بَعْثَ لَبِهِ فَعَلِمَ وَعَلِمَ اللَّهُ أَكْبَرُ. Und der selbst davon profitiert hat, um was? Gelehrt hat und gelehrt hat. Also er lehrt und lehrt. Subhanallah. Und hier ganz wichtig, meine lieben Geschwister. Wenn du eine Wissenschaft behalten möchtest, egal welche Wissenschaft es ist, dann bringe sie jemandem anderen bei. Weil erst dann hast du sie wirklich verinnerlicht. Wenn du auch in der Schule gut sein möchtest, versuch dir das so anzueignen, dass du es jemand anderem beibringen kannst. Mach die Notizen, schreib dir das auf, fass es zusammen und such dir vielleicht irgendjemanden, der Hilfe braucht und bring ihm das bei. Du wirst merken, du wirst es nie wieder vergessen. Ich merke es bei mir so klar, wenn ich ein Seminar vorbereite, ja, in irgendeiner Wissenschaft, das bleibt haft, vergisst du nicht mehr. Wenn du es dann einmal machst, zweimal, dreimal, vier, irgendwann machst du das. Kennt ihr so Lehrer in eurer Schule, ja, die, weiß ich nicht, in Geografie oder Physik, du hast das Gefühl, der weiß alles, ja, der kann alles aus dem FF, der macht das jedes Jahr immer wieder. Irgendwann raus ist das für dich so, als würdest du Wasser trinken. Das ist Gewohnheit, du hast alles verinnerlich verstanden. Und jedes Mal, wenn du es länger unterrichtest, desto tiefgründiger wird dein Verständnis in der Wissenschaft werden. فَعَلِمَ وَعَلَّمْ. Er hat selbst gelernt und er hat es gelehrt. وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذَٰلِكَ رَأْسَ وَلَمْ يَقْبَلْ بِدَ اللَّهِ لَذِي أُرْسِلْتُ لِهِ. Und dann gibt es diejenigen, die dadurch nicht profitieren und dementsprechend auch nicht die Rechtleitung Allahs annehmen, mit der der Prophet sallallahu alaihi wa sallam dann auch gesandt wurde. Es gibt ein schönes Zitat, was er hier anführt, von Mu'adh ibn Jabal, der nochmal aufzeigt, wie wichtig es ist, dass ich als Mensch nach Wissen strebe und den Weg des Wissens beschreite. Den Weg des Wissens beschreite. Das, was wir gerade hier machen, zu haben. Und zwar sagt Mu'adh ibn Jabal, dieser edle Gefährte unseres Propheten, sallallahu alaihi wa sallam, er lernt das Wissen. فَإِنَّ تَعَلُّمَهُ لِلَّهِ خَشْيَةً. Weil der Erwerb von Wissen ist gegenüber Allah eine Form von Ehrfurcht.
وطلبه عبادة، und das Streben danach ist ein Gottesdienst. ومدارسته تسبيح، und das Studieren mit anderen zusammen ist eine Form von تسبيح، also Lobpreisung Allahs. والبحث عنه جهاد، und dass ich danach suche, nach diesem Wissen, ist Jihad, eine Form von Abmühen und Bemühung auf dem Weg Allahs. وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. Und dass ich dieses Wissen dann jemandem beibringe, der es nicht kennt, ist eine Sadaqa, eine Spende, subhanallah. Deswegen werden die gelehrt, Zakatul ilmi, ta'limu, subhanallah. Wenn du die Zakat deines Wissens zahlen möchtest, wenn du Wissen hast, musst du Zakat dafür geben. Genauso wie du ein Vermögen hast. Wenn du Vermögen hast, musst du Zakat zahlen. Die Pflichtabgabe an Bedürftigen. Und wenn du Wissen hast, musst du dieses Wissen anderen beibringen, die es nicht haben. Und deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, übermittelt vor mir, selbst wenn es nur ein einziger Vers sein sollte. Vielleicht kannst du nicht. Aber das, was du hast, das, was du kannst, versuch es weiterzugeben. Ganz wichtig, in dem Rahmen, in dem du es kannst. Überschreite niemals seinen Rahmen. Aber in dem Rahmen, in dem du es kannst, geht es weiter. Wenn du eine kleine Schwester hast, einen kleinen Bruder, und du kannst somit ein Fatiha auswendig, bring ihm so ein Fatiha. Guck mal, wenn er dann leben, sein Leben lang beten wird, so jedes Mal Hassan hat, wenn er betet, subhanallah. Bring ihn bei, wenn man betet. Ich bin erschrocken darüber, dass subhanallah, ich kenne muslimische Familien, die eigentlich auch die Eltern praktiziert sind. Aber die Kinder, die sind dann schon 7, 8, 9 Jahre alt, können auch nicht mal so gut fertig haben. Ich sage so, wie kann das sein? Wie kann das sein? Wo sind die Eltern? Können sie nicht selbst so gut fertig haben, dass sie es ihrem Kind beibringen können? Wo sind die älteren Geschwister? Das ist unsere Verantwortung, subhanallah. Und dann sagt er, وَتَعْلِيمَهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقًا. Und dass ich das Wissen lehre oder demjenigen beibringe, der es nicht hat, ist eine Sadaqa. وَبَذْلَهُ لِأَهْلِهِ الْقُرْبَ. Allahu Akbar, genau die Bestätigung, was ich gerade gesagt habe. Und dass ich dieses Wissen meiner Familie gebe, ist eine Qurba. Ja? Sozusagen etwas, was sich Allah näher bringt, oder sozusagen auch eine Form von Silat Rahim, dass ich meine Familiebande pflege. Und er ist der Begleiter, der dich tröstet in deiner Einsamkeit. Das wissen subhanallah. Und er ist dein Gefährte, wenn du allein bist. Streb nach Wissen. Wallahi, meine lieben Geschwister, wir haben heutzutage mehr Möglichkeiten, denn je nach Wissen zu streben. Aber interessant ist, dass die wenigsten das so haben, aber wir uns abdenken lassen. Es gab noch nie eine Zeit in der Menschheitsgeschichte, wo es so einfach war, nach Wissen zu streben. Noch nie. Noch nie hatte man alle Gelehrten der Welt auf einem Bildschirm. Wirklich, alle Gelehrten der Welt auf einem Bildschirm. Du musst einfach nur in den Internet gucken, da findest du alle Durus von allen Gelehrten. Du hast zig Online-Studiengänge, die du teilweise sogar kostenlos belegen kannst. Du hast, weiß ich, wie viele YouTube-Kanäle, wo du nützliches Wissen lernen kannst. Kostenlos, wird dir kostenlos angeboten. Es gab noch nie eine Zeit mit so vielen Möglichkeiten. Hörbücher. Nutzt Hörbücher zu haben. Ich habe jetzt, ja, nur als Beispiel, in der letzten Woche habe ich jetzt 3 Bücher fertig gelesen. Über Hörbücher, einfach nur beim Autofahren. Einfach beim Autofahren 3 Bücher. Und ich rede hier nicht wirklich von Büchern, also 300 Seiten. Einfach beim Autofahren. 3 Bücher. Die ich sonst niemals lesen würde, weil ich eigentlich die Zeit habe zu Hause. Oder bis vor zu kaputt. Du hast einfach 3 Bücher zu brauchen, während du Auto fährst. Aber was machen die meisten nicht? Ich will mich gar nicht da ausschließen. Zu viel Zeit verschwendet. Ja. Meistens macht man es sich gemütlich, guckt sich TikTok an. Ja. Reels von einer Minute, wo man denkt, man kann was lernen. Dann lernst du nichts. Benutzt das Internet. Benutzt dein Smartphone. Aber benutzt dich es. Und nicht für die, die dich ablenken. Und ich sage dir, wenn du dich jeden Tag, das sagen viele wirklich, viele sagen das, wenn du dich jeden Tag über eine längere Zeit nur eine einzige Stunde mit einer Wissenschaft beschäftigst, dann wirst du diese Wissenschaft in wenigen Monaten wirst du sie perfektionieren.
Wenn du nur eine Stunde opferst, nur eine Stunde jeden Tag konzentriert eine Stunde mit deiner Wissenschaft, wirst du merken, nach einem Jahr, nach zwei Jahren, wirst du ein Profi sein in diesem Bereich. Ein Profi sein! Es ist so einfach, so hammer. Aber die meisten von uns, sie nutzen es nicht. Und verschwenden ihre Zeit, ihr Leben oder ihre kostbare Zeit. Weil guck mal, meine lieben Geschwister, keine Ausschweife. Die Zeit ist für uns alle gleich. Das, worin alle Menschen, egal welche Menschen, gleich sind, ist die Zeit. Egal ob ein Milliardär oder der ärmste Mensch auf dieser Welt. Alle haben dieselbe Zeit, und zwar 24 Stunden am Tag. Die 24 Stunden am Tag, da sind wir alle gleich. Die Frage nur, wie nutze ich diese 24 Stunden? Der eine endet sie mit etwas nützlich, um sich weiterzubilden, um sich Wissen anzueignen. Und subhanallah, er wird erfolgreich. Und der andere, er schlägt seine Zeit tot mit dummen Videos und wird niemals erfolgreich. Der eine nutzt seine Zeit, der andere nutzt seine Zeit nicht. Aber sie ist für alle gleich. Kommen wir zu einem sehr wichtigen Kapitel. Und zwar das Pflichtwissen für einen Muslim. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, was sagt er? Er sagt, طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ. Das Streben nach Wissen ist eine Pflicht für jeden Muslim. Egal ob Mann oder Frau, es ist eine Pflicht für jeden Muslim. Und jetzt stellt sich die Frage, gut, welches Wissen ist damit gemeint? Und er meint, damit ist das Wissen al-Mu'amala gemeint. Al-Mu'amala ist der Umgang, und zwar der Umgang mit Allah, der Umgang mit dir selbst. Und er unterteilt das nochmal in drei Kategorien. Es hört gut zu. Einmal I'tiqad, dann Fi'l und dann Tark. والمعامله التي كلفها على ثلاثه اقسام دي معامله also damit meint er sozusagen den Umgang mit Allah, ja, die ihm auferlegt wurde, das heißt dem Menschen auferlegt wurde, besteht aus drei Kategorien. Das erste ist I'tiqad, das was ich verinnerliche. Das zweite ist Fi'l, das was ich tue. Und das dritte ist Tark, das was ich unterlasse. Und das unterteilt sich nochmal in Fard'ain. Was ist Fard'ain? Kann jemand erklären, was Fard'ain ist? Das sind wichtige Begriffe, die man kennen sollte. Was ist Fard'ain? Und was ist Fard'kifay? Ja. Fard'ain ist halt die Pflicht für jeden Muslim. Die individuelle Pflicht für jeden Muslim. Das, was ich machen muss, was du machen musst, jeder einzelne von uns. Das kann niemand für mich machen. Tamam? Beispielsweise das Beten. Kann jetzt Ryan für mich beten? Nein, geht nicht. Ich kann auch nicht für ihn beten. Muss jeder selbst machen. Das ist dann was? Fard'ain. Und dann gibt es was? Fard'kifay. Was ist Fard'kifay? Was meint man Fard'kifay? Wenn ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen das macht, das Beispiel. Genau, eine kollektive Pflicht. Das heißt, es ist für das Kollektiv oder für eine bestimmte Gruppe. Das ist eine Pflicht, aber nicht für jeden Einzelnen. Als Beispiel, das klassische Beispiel, wir kommen auch auf andere Beispiele zu sprechen, das Totengebet. Salat al-Janaza. Ja? Es ist verpflichtend für die muslimische Gemeinschaft, für einen Muslim, der verstorben ist, das Totengebet zu vollziehen. Nehmen wir mal ein Muslim stirbt jetzt hier in Berlin, hat keine Familie. Und keiner erklärt sich bereit, die Kosten für eine muslimische Bestattung zu übernehmen und keiner erklärt sich bereit von den Muslimen, obwohl es Muslime gibt, dann auch das Totengebet zu verziehen und zu verrichten für diese Person. Was würde das bedeuten? Dann würde es das bedeuten, dass jeder einzelne Muslim, der in dieser Stadt lebt, der davon weiß, eine Last auf sich nimmt. Jeder einzelne. Warum? Weil sie die Pflicht nicht erfüllt haben. Das heißt, Fard'kifay ist dann was? Dass die Muslime Geld sammeln für diesen verstorbenen Muslim. Und dass mindestens eine Person dann das Totengebet vollzieht. Weil sonst tragen alle gemeinsam die Lasten für den Schultern. Das ist was? Das ist dann was? Fard'kifay. Kommen wir jetzt in Scha'Allahu Ta'ala zu diesen drei Kategorien, die er genannt hat. Und wir kommen jetzt auf diesen Fard'ain zu sprechen, diese individuelle Pflicht. Und dann zeigt er auch, was ist eigentlich für Pflichten für einen Muslim?
Welches Wissen muss ich haben als Muslim? Und zwar im Bereich des I'tiqad, das, was ich glauben muss. Sagt er, wenn das Kind die Pubertät erreicht, so ist das allererste, was das Kind lernen muss, spätestens dann, Kalimatay Shahada, das Glaubensbekenntnis. Wa fahim ma'na, das ist, versteht. Das heißt, es ist Pflicht für jeden Muslim zu wissen, was bedeutet Muslim zu sein. Ich kann nicht sagen, ich bin Muslim, weil meine Eltern Muslim sind. Reicht nicht aus. Weil ich muss wissen, was bedeutet Muslim zu sein. Das ist was? Das Mindeste, was ich lernen muss, als Muslim. Ebenfalls, ganz wichtig, was sozusagen sofort einführen kann in diesem Bereich, wenn es beispielsweise eine Schuppe gibt. Es gibt beispielsweise irgendetwas, was Zweifel in dir aufruft in der Religion. Dann ist es deine Pflicht, wenn du diesen Zweifel hast, nach einer Antwort zu finden, um diesen Zweifel zu beseitigen. Das heißt, dann muss ich dann in diesem Bereich suchen, um, okay, was könnte eine Antwort sein. Ich muss zu Gelehrten gehen, nachfragen, was bedeutet das, warum ist das so, damit dieser Zweifel ausgeräumt wird. Dann der zweite Bereich, Handeln. Und zwar, er sagt, wenn beispielsweise das Kind jetzt die Pubertät erreicht, dann muss es, sobald die Gebetszeit beginnt, dann auch das Gebet vollziehen. Das ist dann was? Die Pflicht. Ich muss wissen, wie das Gebet geht. Ich muss wissen, wie ich mich auf das Gebet vorbereite. Wenn Ramadan kommt, das erste Mal, muss ich wissen, wie man fastet, weil das ist was? Das ist jetzt meine Pflicht. Ebenfalls, vielleicht auch aktuelle Beispiele. Wenn ich jetzt als Muslim beispielsweise anfange, mit Kryptowährungen zu handeln, als Beispiel. Oder ich gehe in den Aktienmarkt und gehe an die Börse und möchte dort handeln. Was ist jetzt meine Pflicht? Was muss ich erlernen? Was? Was halal und was haram ist. Also ich muss die Grundlagen von halal und haram lernen in Bezug auf Aktiengeschäfte, in Bezug auf Kryptowährungen. Das ist jetzt was? Das ist jetzt mein Vorteil. Das ist nicht für jeden Muslim Vorteil. Aber für mich, weil ich mich damit beschäftige und weil ich jetzt Aktien kaufen möchte oder Kryptowährungen kaufen möchte, ist es für mich Vorteil, mich damit zu beschäftigen. Damit ich nicht etwas kaufe, das haram ist. Verständlich? Ja? Ich gehe einem Beruf nach. Da ist es für mich wichtig zu wissen, ja, was ist halal, was ist haram in diesem Beruf. Ja. Das sind Aktien mit Spekulationen, das sind nicht damit die Glücksspiele. Nein, so einfach ist das nicht. Nein. Können wir nachher darauf eingehen? Stell dir nachher nochmal die Frage, dann kann ich darauf nochmal eingehen und schauen. Dann das dritte. Tark, das Unterlassen. Also das erste war was? Der erste Bereich ist welcher? Der erste Bereich war? Das Glauben, was ich glaube. Der zweite Bereich für Pflichtwissen ist was? Das Handeln. Ich muss wissen, bei bestimmten Handlungen, wenn ich sie tue oder wenn die Zeit ansteht, wie man sie macht. Und das dritte ist das Unterlassen. Was heißt das? Und zwar, je nachdem, was für eine Situation ich bin. Als Beispiel, ein Blinder muss nicht wissen, ob es halal oder haram ist, auf das andere Geschlecht zu schauen oder nicht, weil er gar nicht sehen kann. Aber jemand, der sehen kann, der muss wissen, was halal und was haram ist. Also was darf ich sozusagen vom anderen Geschlecht sehen, was darf ich nicht vom anderen Geschlecht sehen. Als Beispiel. Also wo muss ich meine Blicke senken und wo nicht? Ebenfalls, ja, in Bezug auf Alkohol. Ja, wenn ich in einem Land lebe, in dem es Alkohol gibt, muss ich wissen, ob Alkohol erlaubt ist oder nicht. Ja? Das ist das Mindeste, was ich wissen muss. Ich muss wissen, wie ich umgehe in einer Gesellschaft, wo Alkohol zum Alltag gehört. Was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt? Darf ich Alkohol verkaufen oder nicht verkaufen? Und darf ich es nur nicht trinken? Das sind alles Dinge, die ich was dann lernen muss. Ja? Um sozusagen dann diese Dinge auch zu tun. Und dann, ebenfalls was er erwähnt, was sehr, sehr interessant ist, und zwar was auch wirklich, was ich eigentlich schon erwähnt habe vorhin, und zwar, فَإِنْ خَطَرَ لَهُ شَكٌّ فِي الْمَعَانِ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا كَلِمَتَا الشَّهَادَ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعَلُّ مَا يَصِلُ إِلَى إِزَالَةِ الشَّكِ. Und wenn ihm Zweifel aufkommen in Bezug auf die Grundbedeutung des Glaubensbekenntnisses, so muss er dafür sorgen, dass er das lernt, was dazu führt, dass sein Scheck, sein Zweifel, dann auch hinterlassen wird und aufhört. Sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr wichtig. Tamam, Alhamdulillah. Ja, das heißt, wir haben jetzt diese drei Bereiche, wo ich jeweils auch ein Pflichtwissen habe. Alles, was darüber hinaus ist, ist freiwilliges Wissen. Alles, was darüber hinaus ist, ist freiwilliges Wissen. Wenn ich mich dann auch sozusagen etwas tiefgründiger mit dem Gebet beschäftige,
ja, um den Einzelheiten des Gebetes, dann ist das freiwillig. Es ist gutes Wissen, aber es ist was? Es ist kein Pflichtwissen mehr, sondern es ist was? Es ist freiwilliges Wissen. Tamam. Das war jetzt Wort 1 gewesen. Kommen wir zu Wort Gefällen. Zu der kollektiven Pflicht. Wir haben jetzt ein Beispiel gehabt mit dem Totengebet. Habt ihr noch andere Beispiele? Vielleicht aus unserer heutigen Zeit auch noch. Kennt ihr noch andere Beispiele für Wortgefälle, für eine kollektive Pflicht? Die Antwort auf die Großen. Was? Die Antwort auf die Großen. Nee, also im Bereich des Wissens. Im Bereich des Wissens. Im Bereich des Wissens und des Wissenserwerbs. Beispielsweise, ich lebe in einem Dorf. In diesem Dorf gibt es nicht einen einzigen Arzt. Denn es ist Fortkifaya für die Bewohner dieses Dorfes, mindestens eine einzige Person auszubilden, die Medizin studiert, damit es einen Arzt gibt. Wir leben in einem Dorf. Gut, das ist heute vielleicht jetzt nicht mehr so relevant, aber gut, ich denke mal, dieses Beispiel reicht aus. Dieses Beispiel reicht aus. Ja, als Fortgefall. Das war halt sozusagen dann mindestens eine Person, die die Menschen behandeln kann, medizinisch behandeln kann. Ja, und da wird dann dieses Wissen dann auch zu einem Fortgefall, dass mindestens eine einzige Person dann dies auch lernt, damit die Menschen dann auch in diesem Bereich bereit Bescheid wissen. Tamam. Kommen wir jetzt zu einer anderen Unterteilung von islamischen Wissenschaften. Das ist sehr, sehr wichtig. Das heißt, wir haben erstmal aufgezeigt, was ist eine Pflicht. Wir haben diese Pflicht unterteilt in Fort Ein und Fort Gefei. Und dann nochmal Fort Ein, diese individuelle Pflicht, unterteilt in drei Kategorien. Ja? Und zwar Etiqad, Amal und Tark. Tamam, dass wir das einfach in Schallah und Allah haben. Und jetzt unterteilt er noch einmal das Wissen. Und zwar in gutes Wissen, gelobtes Wissen. Und dieses Wissen unterteilt er noch einmal in 4 Kategorien. Das ist sehr wichtig. Und zwar einmal in Usul, grundlegende Wissenschaften, Furu', Zweigwissenschaften, Muqaddimat, einführende Wissenschaften und Mutammimat, vollendende Wissenschaften. Also, wird alles gleich erklärt, inshallah. Es gibt grundlegende Wissenschaften, die zu den Usul gehören. Was sind diese grundlegenden Wissenschaften? Und zwar Kitabullah und Sunnatu Rasulihi sallallahu alaihi wa sallam. Und dann sagt er noch Ijma' al-Umma und Athar al-Sahaba. Das Buch Allahs, die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, der Konsens der Umma, der Gemeinschaft und die Überlieferung der Sahaba. Warum ist das so wichtig? Und zwar, wenn ich mich als Muslim mit dem islamischen Wissen beschäftigen möchte, womit sollte ich anfangen? Ich sollte nämlich mit diesen Grundlagen anfangen. Mit dem Koran. Es gibt viele, die fangen an, dann weiß ich nicht, Bücher zu lesen über die unterschiedlichsten Dinge, aber können nicht mal Koran lesen. Können nicht mal Juz'amma auswendig. Ich sollte mit was beginnen? Ich sollte mit dem Usul beginnen. Dann Furu', und das sind die Zweig sozusagen Wissenschaften. Und zwar das, was man aus den Usul dann an Bedeutungen entnehmen kann. Ja? Wie beispielsweise, dass man dann sozusagen, er nimmt ja ein Beispiel aus dem Hadith des Propheten sallallahu alaihi wa sallam, ja, entnehmen kann, la yaqdi al-qadi wa huwa ghadban, ein Richter richtet nicht, wenn er zornig ist, dass man daraus auch entnehmen kann, dass er nicht richten soll, wenn er hungrig ist. Als Beispiel. Ja? Dass er nicht richten soll, wenn er hungrig ist. Dann, Nummer 3, Muqaddimat. Und zwar einführende Wissenschaften. Was sind das für Wissenschaften? Wie beispielsweise Wissenschaften, die mir dabei helfen, dass ich überhaupt diese grundlegenden Wissenschaften verstehe. Welche Wissenschaften sind das? Das würde ich dir sagen. Was sind die Muqaddimat? Und zwar sagt er, das sind die Ulum al-Ala. Was sind die Ulum al-Ala? Die Wissenschaften, die als Werkzeug dienen. Welche Wissenschaften sind das? Das ist beispielsweise Al-Nahw, Grammatik, arabische Grammatik. Wallura, die arabische Sprache. Ohne die arabische Sprache, ohne die arabische Grammatik, selbst wenn ich Araber bin, werde ich weder den Koran noch die Sunna
des Propheten sallallahu alaihi wa sallam jemals verstehen kann. Das nennt man dann was? Ulum al-Alam oder Qaddimat al-Ulum. Ja, das heißt, ja, die Werkzeugwissenschaften. Und dann, das letzte sind dann die Mutammimat. Die Wissenschaften, welche das Ganze abrunden und perfektionieren. Und dazu gehören beispielsweise Qiraat. Ja, das heißt, die Qiraat, die Lesarten, dass ich sie lerne, die verschiedenen Lesarten, mich auf den Koran spezialisiere, Makhalij al-Huruf, dass ich weiß, wie man ganz genau einen Buchstaben sozusagen ausspricht. Und dann beispielsweise, dass ich in der Hadith-Wissenschaft die ganzen Überliefererketten kenne und die ganzen Namen der Überlieferer, das sind alles was? Vollendende Wissenschaften. Ja? Also wir haben hier nochmal was, Usul, grundlegende Wissenschaften, dann Furu, Zweigwissenschaften, dann Qaddimat, das sind dann die einführenden Wissenschaften oder Werkzeugwissenschaften und dann Mutammimat, die vollendenden Wissenschaften. Vollendenden Wissenschaften. Okay. Und jetzt geht Nuqudam al-Muqdisi auf eine ganz, ganz wichtige Sache ein. Wir werden heute jetzt wahrscheinlich nicht abschließen, wir werden das dann mit diesen Inshallah abrunden und nächste Woche dann weitermachen mit diesem Kapitel. Und zwar spricht er jetzt über das sogenannte Ilm al-Mu'amal. Die Wissenschaft über den Umgang mit Allah. Ilm al-Mu'amal, die wahre Wissenschaft. Und er erklärt jetzt, was diese wahre Wissenschaft ist. Was ist diese wahre Wissenschaft? Ja, des Umgangs. Und zwar, es handelt sich hierbei um das Wissen über den Zustand und die Zustände des Herzens. Wie Al-Khauf, Ehrfurcht, Ar-Raja, Hoffnung. Al-Rida, Zufriedenheit. Al-Sidq, Wahrhaftigkeit. Al-Ikhlas, Aufrichtigkeit. Also all diese Zustände, welche sich in meinem Herzen befinden. Es geht nicht um den Umgang allein zwischen den Menschen, sondern um den Umgang des Menschen mit Allah. Und dann sagt er, فَهَذَا الْعِلْمُ اِرْتَفَعَ بِهِ كِبَارُ الْعُلَمَا. Durch dieses Wissen sind die großen Gelehrten entstanden und wurden sie erhoben, weil sie sich damit beschäftigen. Sie haben sich nicht nur mit den äußeren Wissenschaften beschäftigt, sondern gerade genau mit diesen tiefgründigen Wissenschaften, wo es um das Herz geht. Weil das Herz ist der Motor für den Menschen. Das Herz ist das Motor für den Menschen. Dann nennt er Beispiele für diese Gelehrten, wie Sufyan al-Thawri, Imam Abu Hanifa, Imam Malik, Imam al-Shafi'i und Imam Ahmed ibn Hanbal. Und jetzt, nachdem er das getan hat, geht er ganz wichtigen Bereich. Er zeigt uns auf, wie sich leider dann auch Begrifflichkeiten im Laufe der Zeit verändert haben. Und dass man von diesem tiefgründigen Verständnis abgekommen ist und nur noch ein äußeres Verständnis dieser Wissenschaft entwickelt hat. Und er nennt jetzt einige Begriffe. Und das wollen wir in Inshallah gerade dann auf nächste Woche verschieben, weil es ist schon sehr viel, was wir heute gelernt haben. Ja? Und können dann dort sozusagen anknüpfen und dann vielleicht auch dann zu Kitab al-Tahara, wenn wir das nächste Woche schaffen sollten. Wie ist denn deine Astrologie? Barakallahu fikum, subhanallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, bismillahir rahmanir rahim, wa al-'asr, innal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi, wa tawassaw bis-sabr.